Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Prison Architect. Wir werden Knastbauer. Ja, das heißt, wir werden nicht, wir sind Knastbauer. Ja, wir hatten in den letzten Folgen so unsere kleinen Problemchen, so diverse Problemchen, die wir da hatten. Ja, ich hoffe, dass es das eine oder andere mittlerweile behoben ist. Ja, hier gehen Jungs mit Kopflampe, das ist schlecht. Wir haben Personal eingestellt, haben aber nicht beachtet. Hier die drei Jungs hier, die sind gerade ziemlich unaktiv. Ein Vorarbeiter, ein Psychologe und ein Sicherheitschef, die brauchen alle ein Büro. Na klar brauchen sie ein Büro. Und wir sind gerade dabei, hier einen neuen Durchgang zu bauen, wo man quasi an diesem Trakt hier vorbeikommt, außenrum. Und gleichzeitig, ja, und gleichzeitig dann hier ein neues Bürogebäude errichten kann. So, Kantine haben wir schon. Tode, ein Toter heute. Was? Wie ist das denn passiert? Nein, ich will nicht den Schreibtisch auswählen, ich will den Toten auswählen. Wer ist denn gestorben? Wer ist denn gestorben und warum? Gefahr. Die aktuelle Gefahrenstufe eingeschätzt von einem Sicherheitschef. Sechs Gefangene sagen, dass sie gut behandelt werden. Ein Gefangener hat ernsthafte Beschwerden. Ein Mensch wurde vor kurzem umgebracht. Ach du Kacke. Ja, ja. Wir brauchen hier echt noch er wurde umgebracht. Wo liegt denn die Leiche? Und wo liegt denn die Leiche? Ich sehe keine. Wurde der schon abtransportiert? Der Koch ist müde und kommt nicht raus. Auch der Arme. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Wache. Definitiv. Tägliches Einkommen. Ja. Exporte. Subvention. Ja, wir sind noch im Plus. Also wir sollten echt noch eine Wache einstellen. Brauchen Wachen denn auch Büros? Ne, die fangen direkt an zu arbeiten. Das ist auch gut so. Ich würde vielleicht sogar direkt noch einen einstellen. Kündigen können wir sie immer noch. So. Ganz alleine hier die ganzen Türen aufschließen, abschließen und so weiter. Dafür brauchen wir Personal. Also jetzt können die sich abwechseln, schön in einer Wechselschicht arbeiten. So, und hier unten sind auch noch die, da kann ich jetzt... Die sollte doch demontiert werden. Warum macht ihr das denn nicht? Ach, ey. Gefängnistüren, ja, ist das Problem vielleicht. Man bräuchte vielleicht so einen extra Weg, wo man quasi eine Gefängnistür hat und dann dahinter nur so normale Türen, wo die dann alle irgendwie gut durchkommen. Gefangener, Essen, Umwelt... Essen, jetzt Hunger, Essen, Umwelt. Wie spät haben wir es denn? Ach, 10 nach 1. Tim Almond verurteilt zu 2 Jahren Haft für Fraud. Man kennt sie. Auf jeden Fall scheinen sie hier wohl sicher zu sein. Schläft da einer? Ja, die Lampe. Entspannt, schau mal. Erfahrener Kämpfer, oh. Ian Mundy, verurteilt zu 7 Jahren Haft für Mehrfachverbrechen, einschließlich Bribery und Bribery. Familie, Freundin, 27, Sohn, Mutter, Vater. Plädoyer, natürlich unschuldig. Natürlich, natürlich. Keine Frage, selbstredend. Der Mann ist unschuldig, Sohn. Ich würde jetzt hier ganz gerne mal endlich die Tore hier einbauen. Aber die Jungs, die sind auch so beschäftigt hier hinten mit dem Gefängnistrakt. Das ist, ich glaube, da brauchen die auch ein bisschen. Ich habe es echt unterschätzt, ne? Also mit den Arbeitern. Dass das, das dauert echt seine Zeit, ne? Der Koch bringt das Essen, der Koch ist müde. So, hier gehen die Arbeiter raus. Ja, also so schnell kriegen die Jungs das nicht hin. Und ich hätte nicht neues Personal einstellen sollen. Einfach so. Weil die Jungs natürlich auch ein Büro brauchen. Heute schlafen die, 2 Uhr nachts. Ein paar rennen hier immer noch rum, also der Alex McKenzie hier, natürlich auch unschuldig, klar, keine Frage. Haft für Perjury. Ich würde echt mal gerne wissen, was das alles ist. So, Charakter, Ruf, Erfahrung,
Aktivität, Tagesplanung, Stimmung, gut. Okay, Verfassung. Ah, hier können wir den auch bestrafen. Ah, Sicherheitsstufe hoch und runter setzen, das ist ja geil. Stimmung ist gut. Wer ist denn hier? Die Lampe. Schläft hier immer die Lampe? So, wie ist denn deine Stimmung hier? Gut, das ist schön. Aber man muss die Leute auch bei Laune halten, ne? So habe ich das Gefühl, ne? Der Barry, der ist doch bestimmt schlecht gelaunt jetzt. Stimmung gut, ja, super. Verfassung, keine. Er hat gerade keine Verfassung. Ja, die drei Jungs hier, die sind immer noch sehr unaktiv. Während hier in der Zellenblock weiter wächst, vielleicht sollten wir doch noch ein paar Arbeiter einstellen. Kosten 100 am Tag, aber wiederum, wenn das Projekt hier abgeschlossen ist, dann reichen 8 Arbeiter. Ah, ich weiß nicht. Oder wir stellen die an und kündigen die wieder. Nee, aber das ist auch keine Lösung. Also ich weiß nicht. Wollen wir hier noch einen Fernseher reinpacken? Weißt du was? Das machen wir. Einrichtung. Also hier machen wir... wollen wir es? Auf hier machen wir ein Bücherregal rein. So. Und einen Fernseher. So, das ist nämlich dann das Penthouse, die Penthouse-Wohnung. Hier dasselbe. Das und ein Bücherregal. So. Und das Ganze haben wir noch einmal hier unten. Da kommen nämlich dann nur die Lieben rein. So, wollen wir den Fernseher? Das Geile ist, wir können ihn ja auch später im Herz... Handelbank. Wir können ihn ja auch später ein Herz da rein stellen. Das ist ja cool. Und ein Bücherregal, komm. Hast du ein eigenes Bücherregal? Ich hoffe, du hast aktuelle Bücher. Eine Handelbank. Ja, die Handelbank, die kommt doch... Wo bin ich denn? Hier hinten. Die Handelbank, die kommt doch auf den Hof, oder? Ah, ey, was patrouillierst du denn jetzt hier hinten auf dem Hof? So. Da und da. Ja, die sollen aber nicht unbedingt den Zaun angucken. Machen wir so rum. Aber wiederum, wir haben viele Jungs. Also wir haben viele. Machen wir hier. Die sollen ja alle trainieren. Die sollen schön stark sein. Damit wir hier bloß eine Revolte kriegen. Nein. So, machen wir hier halt mal 4. Die können alle schön außen rumlaufen. So, somit ist der Hof schon mal safe. Da wird fleißig gekocht. Gibt es einen Stapel beinhaltet Zutaten, kochend. Das wäre schön. So, was für Zutaten? Der ist müde. Ja, man sieht, es ist mal Bacon. Das ist doch Bacon. Ich habe es gerade gesehen. Das ist Bacon. Bacon kommt in die Pfanne. Oh, ich habe sowieso gerade so einen Hunger. Wir haben gerade Mittagszeit, Freunde. Und ich habe noch nichts gegessen. Verdammt, Bacon. Oh, knuspriger Bacon. Oh, saftig, lecker, knuspriger. Also wer von euch schon mal richtig amerikanisch essen war, wirklich richtig amerikanisch, also jetzt nicht irgendwo bei Mc's oder Burger King oder so, sondern im richtigen amerikanischen, ja, ich will nicht direkt sagen Fast Food, aber... Ey, Jungs, also die Amis, die haben es echt drauf, ey. Boah, die machen den Bacon so lecker, ey. Da kannst du dich reinlegen, wirklich. Ich habe mir das auch schon mal gekauft, diese Original American Bacon Scheiben. Aber, kannst vergessen, die werden bei mir nur labberig und schwabbelig und, naja. So, die ist immer noch nicht demontiert, ey. Und das hier ist auch noch nicht weggeräumt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er wird das jetzt hier mal Zeit, verdammt. Ja, wahrscheinlich, weil wir hier zuerst den Auftrag gegeben haben. Wollen wir denn schon mal mit der... Nein, mit der Versorgung will ich noch nicht anfangen, weil... Wenn ich das jetzt hier mache, hier die Wasserleitung lege, dann ist sowieso... Aber Strom brauchen wir. Strom, Kabel... Ne, da habe ich doch schon gelegt. Bin doch doof. Großes Rohr geht auch schon rein. Ja gut, ein bisschen kann ich hier schon mal anbinden.
So. 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 So, dann ziehen wir das große Rohr mal bis zum Ende durch. Um dann hier das kleine Rohr hinzuziehen. Dahin. Und dahin. Okay. Ja, jetzt brauchen die Jungs noch länger. Ach, und da hinten ist die Tür. Ich muss sie mal eben auf Türmodus offen setzen. So. Ist sehr gut übrigens, dass das hier angezeigt wird. Wie der aktuelle Modus der einzelnen Türen ist, weil... Ganz ehrlich, man würde es sonst verpeilen. Ich zumindest. So, die müssen wir noch offen lassen. Ach komm. Türmodus offen. Weißt du was, ich mache jetzt hier mal alle auf offen. Weil... Ich hoffe, dann sind die schneller. Und kommen wirklich überall hin. Ich hätte die Türen vielleicht wirklich ganz am Ende erst machen sollen. So, Türmodus offen, offen. Das wird auch gleich ein herrliches Geklicke, die alle dann wieder auf normal zu stellen. So, offen. Also für meinen nächsten Komplex, den ich baue, da werde ich die Türen erstmal komplett weglassen. So, jetzt ist ja alles offen, jetzt kommen die überall. Und die ist immer noch nicht demontiert, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, okay, wie gesagt, die haben mir gerade was anderes zu tun. Das da ist auch noch nicht fertig. Da können wir jetzt aber schon mal die Betonplatte hinsetzen. Zack. In Bearbeitung. Mann, Mann, Mann. Also, und die nächsten Insassen kommen gleich schon in einer Viertelstunde. Du Schande. Soll ich die jetzt wirklich reinlassen? Ich weiß es nicht. Die brauchen mir zu lange da hinten. Ach Gott, die brauchen mir zu lange. Getränkeautomat. In 2 Minuten, in 1 Minute. Einlieferung von Gefangenen. Ach, Besuch haben wir jetzt auch. Schande. Kommen die denn überhaupt hier rein? Das weiß ich gar nicht. Wo gehen die denn her? Gehen die auch durch das Haupttor oder? Da bin ich jetzt mal gespannt. Und da kommen noch mehr Besucher. Du Schande. Die Tochter, die Mutter. So, da kommt er. So, mal auf. Kommen die Besucher jetzt? Ja, die kommen rein. Ja, ja. Hier unten, ja. Woher gehen die? Ich muss hier echt, ich muss hier echt den Weg zumachen, hier. Eieiei, Materialien. Ey, könnt ihr hier nicht einfach in den Knast reingehen? Könnt ihr nicht einfach reinmarschieren? So, Einrichtung. Dann machen wir hier wieder eine Gefängnistür. So. Und so. Ja, okay, die wollen hier hinten durchgehen. Die wollen natürlich hier runter. Und dann war das jetzt gerade der kürzeste und schnellste Weg. Okay, mal schauen, was hier an neuem Gefängnispack reinkommt. So, der Allison. 9 Jahre, John Allison. Für mehrfache Verbrechen. Okay, den haben wir hier. James Olbrichts. 9 Jahre. Wir sehen, es sind auch nur, der hat insgesamt 8 Jahre, der Bill Murray. Matthias Dasfreck, Navojnicek. So, den Pankook, 3 Jahre Erfahrung, Aktivität, Abriegelung, Charakter, Ruf, das haben wir alles noch nicht. Biografie, okay. Und die Box, die hat natürlich. Box? Box, kann ich ihn nicht auswählen. Gefangener. Ed Hackett. 6 Jahre hat der gute Ed. Mortensen, wer ist das denn? Chris the Fist Mortensen. Warum sieht denn der anders aus als die anderen? Erfahrung? Abriegelung, Charakter?
Freunde, warum sieht der gute Mortensen anders aus als die anderen? Gute Frage, ne? Die Tür hier, die könnte eigentlich weg, aber... Na, ich lasse mal. Die ist ja bezahlt. So, hier hinten sind sie immer noch am Arbeiten. Ne? Meine Fresse. Ach, herrje. So, Gefängnistür, die mache ich auch mal auf Türmodus offen. Das gibt's noch nicht. So, und hier, die können wir hier immer noch nicht. Da steht auch noch die Box. Und da auch noch. Ich denke mal, dass wir mit diesen ganzen Gefängnistüren, dass wir uns hier echt das eigene Grab schaufeln. Weil natürlich jeder Arbeiter und jeder, ja, ich sag mal, vom Security-Dienst, der hier arbeitet, der muss hier natürlich immer erstmal aufschließen, dann braucht einen Schlüssel und... So, jetzt geht ihr hier. Das mit dem Zwei-Schranken-System, das ist nicht schlecht. So, macht jetzt auch ein bisschen hier quasi... Ach, ist ja noch nicht gebaut. Schade, ich hätte sie gerne auf Wandelbank gesehen. So, ein Basketballkorb würde ich euch ganz gerne noch da reinbauen. Haben wir sowas? Basketballkorb. Fernseher, ne? Ein Altar. Ja, vielleicht machen wir später dann auch so einen Gebetsraum. Spülbecken. Metalldetektor. Den können wir eigentlich vorne anbringen. So, müssen wir mal schauen, was schleppst du an? Ein TV. Ja, der kommt ja, genau. Der kommt. Oh, das ist wieder der leckere Bacon. Schaut mal, wie er vor sich hinkommt. Was? Essensreste? Was ist das denn? Bitte aufräumen. Follow. Ich follow den Essensresten. Ach, hier sind sie. So, Environment. Was ist denn dein Problem? Bedürfnisse. Darmlern, Erholung, Umwelt. Ja, ja, kannst du doch alles. Hier ist eine Überschwemmung. Hier ist eine Überschwemmung. Ich habe da hier überall Abflüsse. Das ist weg. So, da hinten sind Abflüsse. Plus Lampe. Ach, da ist eine Lampe auf dem Abfluss. Sollen wir hier vorne einen Abfluss bauen? Ich denke... Doch. Warte mal, hier. Einen haben wir eh noch über. So. Da noch einen rein. So. Ja, hier hat sich immer noch nichts getan. Hier hinten... Tut sich so langsam was und Freunde, in der nächsten Runde, das garantiere ich euch, sind die Einzelzellen fertig und dann geht's erstmal richtig ab. Bis dahin, euer Björn Snides.